So, und da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen zu Outer Wilds. So, wir gehen an den letzten bzw. vorletzten Ort, wo eventuell noch irgendwas ist, was für uns relevant ist. Und die Frage ist, was ist für mich relevant? Auf welchem von diesen beiden Planeten ist diese komische Kammer, die wir suchen? Oh, da, das ist hier was? Nee, ne? Einfach nur so ein Sandkern. Wow. Das hilft mir nicht weiter. Hilft mir irgendwas hier weiter? Sieht nicht so aus. Er ist einfach hohl, ne? Ist einfach ein Apfel. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas, aber kein Mensch weiß, was es ist. Oh, das ist ein Weg. Das ist actually ein Weg. Das ist eine Brücke. Aber ich glaube, hier war ich schon mal. Kann das sein? Aua. Da oben ist der Dude. Genau, da unten ist diese Höhle, in der wir waren. Aber da waren wir halt schon. Projekt Zwillingsasche. Ich meine, wir sind ja nicht auf Zwillingsasche, sondern wir sind ja auf dem Glutzwilling. Also wir sind rein theoretisch sind wir auf dem falschen Planeten. Hier waren wir auch schon. Das bedeutet, wir müssten rein theoretisch wieder auf den anderen Planeten. Aua. Warten, bis der Sand weg ist und dann müsste theoretisch in der Mitte von dem anderen Planeten irgendwas Relevantes sein. So, weil dann wollen wir nämlich darüber, I guess. So, und jetzt müssen wir warten, bis der Sand weg ist und bis wir in die Mitte von diesem Planeten können. Boah, ich muss sagen, das Game ist wirklich ultra, ultra geil. Das Game wirklich ins Herz geschlossen. Aber was jetzt, warum habe ich den eigentlich anvisiert? Was jetzt ein bisschen anstrengend geworden ist. Der Anfang von diesem Game ist halt geil. Weil du halt einfach das komplette Weltall hast und du kannst im Endeffekt erkunden, was du willst und überall entdeckst du was. Was jetzt gerade ein bisschen anstrengend wird, ist einfach, du hast alles erkundet und dir fehlt zum Beispiel, dir fehlt noch eine Sache, um Progress zu machen. Und du bist so zielgebunden. Weil diese eine Sache zu finden, ist halt super anstrengend. So, du kannst nicht mehr einfach frei erkunden und entdeckst überall Neues, sondern du hast halt alles schon entdeckt und irgendwo fehlt dir was. Und bis du dann mal rausfindest, wo dir überhaupt was fehlt, das ist halt irgendwie Pain. So, und das Problem ist, hier bleibt jetzt wahrscheinlich nicht viel übrig, außer einfach zu warten, ne?
Weil wir müssen ja warten, bis der Sand weg. Das ist auch ein bisschen nervig. Alter Chat, war bei euch heute auch Sturm? Hat's bei euch heute auch gestürmt? Hier, ich dachte, die Welt geht unter. Ich dachte kurz, jetzt ist hier vorbei. Bei dir war nichts? Krass, Alter. Hier ging's übelst ab. Bei mir war sonnig. Crazy. Wir haben auch das hier noch gar nicht gefunden, Projekt Zwillingsasche. Die zentrale Kammer im Inneren von Zwillingsasche. Und wir sind ja jetzt auf Zwillingsasche. Die Nomai wollten eine Technologie konstruieren, die in der Lage ist, ein 22-minütiges negatives Zeitintervall auf Zwillingsasche zu erzeugen. Das heißt, im Innern von diesem Planeten hier ist es irgendwie. Ist auch so geil, ne? Wie der Sand einfach so ganz langsam sinkt. Das ist halt auch so, im Early Game hier, hast du halt einfach irgendwas gemacht, bist am Ende hierher gekommen und der Sand war weg, weil du halt noch Sachen zu tun hattest. Aber mittlerweile haben wir nichts mehr zu tun. Und das Problem ist, wir können eigentlich einfach nur noch hier abwarten, bis der Sand weg ist. Oh, jetzt geht's aber schneller auf einmal, ne? Auf einmal ein bisschen zugelegt hier an Speed. Was ich mich auch frage, was diese komischen Türme hier machen. Weil auf dem anderen Planeten da drüben sind auch so komische Türme. Die Frage ist, wofür sind die gut? So, hier geht es zum Beispiel hoch, aber da waren wir schon und da war nichts. Meine ich mich zu erinnern. Na, hier oben waren wir. Aber da ist einfach nichts. Ist auch relativ useless. Ich muss sagen, wir haben noch so gute 4 Stunden und ich würde wirklich, wirklich gerne heute noch das Ende von diesem Spiel erleben. Also ich würde es echt gerne heute durchzocken. Entspannungsspiel, ja, ist auch völlig fein, muss auch mal sein. Was mir fehlt, ist ein bisschen Mucke, so ein bisschen Hintergrundmucke wäre jetzt ganz nett. Aber ich kann auch nicht, ich kann auch nicht nur Souls-likes zocken. Ich brauche ab und zu einfach ein bisschen was Gediegenes. Ich meine, das ist jetzt mir auch langweilig, bin ich ehrlich. Das ist mir jetzt auch ein bisschen langweilig, hier einfach nur dumm rumzuwarten, dass der Sand weggeht. Aber ich kann es leider nicht ändern. Ich kann es nicht beschleunigen oder so. Du kannst ja so lange Liegestütze machen. Boah, die müsstest du dir kaufen, Axel, mit Kanalpunkten. Dann mache ich welche. Also wenn du dir für Kanalpunkte welche holst, aber du hast wahrscheinlich noch nicht genug, ne? Nehme ich an. Du bist ja nicht so lange da. Hast du das gesehen mit den Kanalpunkten? Was du da machen kannst? Ich weiß nicht, wie lange du schon auf Twitch bist. Ich frage mich, ob wir mit der Säule hier auch nach unten kommen. Nee, die geht nur nach oben.
Aber ein, was würde ich jetzt trotzdem mal gerne kurz nachschauen. Geht es hier rein theoretisch runter? Ja. Ja, ja. Irgendwas ist, glaube ich, da unten. Das Problem ist, ich kann diesen Strahl hier nicht umkehren. Oder kann ich? Kann ich nicht, ne? Scheiße. Wenn dieser Strahl hier nach unten gehen würde, das wäre Jackpot. Aber vielleicht finden wir noch so einen Turm, wo der Strahl vielleicht nach unten geht tatsächlich. Ich meine, wir haben hier einen. Aber es gibt doch nur einen, oder? Kann das sein? So, da sind diese ganzen Türme. Nee, da ist noch einer. Da ist der andere. Boah, vielleicht kommen wir mit dem runter. Das wäre natürlich mega stark, aber ich glaube es leider fast nicht. Scheiße, der geht auch hoch. Keine Hilfe. Das ist keine Hilfe. Nein, ich bin stuck. So. So, okay, und da hört der Turm auf. Nein, geht noch weiter. Die zentrale Kammer im Innern von Zwillingsasche. Blöd nur, dass das Innere von Zwillingsasche komplett mit Sand bedeckt ist. So, da waren wir schon. Was natürlich auch geil wäre. Wenn wir jetzt einfach warten, bis der Sand weg ist, in der Hoffnung, dass da in der Mitte von dem Ding irgendwas ist. Und wenn der ganze Sand weg ist, explodiert einfach die Sonne. Das wäre natürlich auch genius. Weil dann müssen wir uns was anderes überlegen. So, hier ist schon ein bisschen Stein freigelegt. Da ist aber nichts. Ich meine, immerhin so langsam zeigt sich das Innere von dem Planeten. Das ist schon mal gut. Wir sehen den Stein hier. Nur momentan sehe ich noch nichts, was mir irgendwie weiterhilft. So, wir haben eine Brücke da oben. Wir haben hier so einen Teleportturm. Der bringt mir aber auch nichts. Mann, ich will das so gern verstehen, ne? Weil auf der einen Seite... Auf der einen Seite bin ich halt übelst hyped auf das Ende hier, was rauskommt nachher. Und will halt auch das Game irgendwann mal durchgezockt haben. Und auf der anderen Seite will ich aber halt auch selber rätseln. Aber ich muss sagen, in dem Game hier ist die Verlockung wirklich brutal, einfach zu googeln. Wie komme ich an der Stelle weiter? Da ist wirklich so die Verlockung da, einfach zu googeln, was Sache ist und wie du so den nächsten Step, den du halt gerade nicht findest, wie es weitergeht. Aber das würde halt das komplette Game irgendwie breaken, ne?
Es würde halt gar keinen Sinn mehr machen, dann das Game zu zocken, wenn du einfach googelst, wie es weitergeht. Gott, wie lange es dauert, Alter. Also ich hoffe wirklich, das ist jetzt hier nicht alles umsonst nachher. Ich hoffe wirklich, wirklich, wir finden hier irgendwas, was uns hilft. Und das mit diesem Mond fuckt mich auch übelst ab, dass da einfach steht, hier gibt es noch was zu entdecken auf dem Quantum-Mond. Und ich weiß nicht was. Oh, was haben wir hier? Das ist einfach so untere von dem Turm, ne? Schade. So, das hier hilft uns auch alles nicht weiter. Ich muss sagen, am interessantesten finde ich hier diese Kollektoren, wo die nachher enden werden. Aber heißt natürlich nicht zwingend. Heißt natürlich nicht zwingend, dass die auch, dass da nachher auch irgendwas ist. Es kann natürlich auch hier irgendwo, keine Ahnung, dass der Eingang hier irgendwo ist, in so einem Felsen oder so, und dass wir dann irgendwie in die Mitte vom Planeten kommen. Wenn wir da überhaupt hinkommen, weil die fucking Sonne ist schon wieder huge as fuck, also gleich wird einfach die Sonne explodieren und wir haben hier irgendwie noch nichts gerissen, ne? Aber wir haben noch nichts Sinnvolles gemacht hier. Das ist kacke, Junge. Ich glaube, mir wird auch langsam schwindelig, ne? Vom Rumgefliege hier. Aber ich will nichts verpassen. Ich will mich halt umgucken. Falls sich irgendwo ein Eingang auftut oder so, dass wir da direkt rein können. Nein. Nein, jetzt sind wir stuck. Nein, sind wir nicht. Wie mini der schon ist. Oh, vielleicht müssen wir... Vielleicht fliegen wir ein bisschen höher drüber. Ich weiß nicht, ist das gut? I don't know. So, hier tut sich jetzt irgendwas gerade. Hier kommt so irgendwie so eine... Was auch immer das ist. Okay, ich glaube, das war einfach von Anfang bis Ende fucking useless. Kann es sein, dass hier gar nichts kommt? Oder zumindest nichts, was mir weiterhilft, weil die Sonne gleich explodiert? Der Sand hier ist einfach komplett weg jetzt, ne? Hier ist was, hier ist was. Oder? Ja. Nee. Hä? Warte, was? Waren wir hier schon? War ich hier schon? Das haben wir jetzt erst freigeschaltet. Oder nicht? Oder doch? Nee, da war ich einfach schon. Hier war ich einfach schon. Oh mein Gott. Okay, ich muss zurück zu meinem Schiff. Wo ist mein Schiff? No! Oh mein Gott, da geht's rein! Da geht's wirklich rein! Nach 22 Minuten für... Nee, warte. Das bringt mich einfach nur... Nein!
Das ist dieselbe Scheiße, die ich vorhin schon hatte. Das bringt mich einfach nur nach oben. Oh mein Gott, das ist so useless. Aua. Und hier fängt dann auf einmal irgendwie, geht's hier aber noch weiter. Guck mal, hier geht's auch nicht mehr weiter runter. Hier fängt dann auf einmal der Boden an zu glitzern. Das ist diese Panzerung von dem, was in der Mitte ist von dem Planeten. Ich glaube, dieses Glitzerzeug hier ist diese Panzerung. Aber es gibt keinen fucking Eingang. Mann! Da waren wir vorhin schon. Und jetzt ist vorbei. Alter, wie useless. Oh mein Gott. Das war so fucking useless. Das kann doch nicht sein. Hier gehen die ganzen Dinger in den Boden, ne? Irgendwas, hier geht's durch diese Hülle rein. Aber wir kommen da nicht rein. Ich meine, vielleicht... Aber auch, ich verstehe auch die Logik nicht von diesem... Mann, ich bin so tilted. Ich bin so tilted. Ich meine, was haben wir denn für Infos? Dass sie da irgendwas versiegelt haben? Dass es unter einer crazy Hülle ist, die es irgendwie abschirmt oder so?
Ich bin so verwirrt. Okay, wir checken das Schiffslogbuch nochmal ab. Wir checken das Logbuch nochmal ab. Jeder Turm wurde visuell so gestaltet, dass er den Zielort repräsentiert, zu dem er führt. Okay. Was ist, wenn es einen Turm dort gibt? Weil anders geht es nicht, anders macht es keinen Sinn. Was ist, wenn es einen Turm gibt? Der uns ins Zentrum warpt. Wenn es einen Turm gibt, der uns ins Zentrum von diesem Planeten warpt. Ich meine, der Vorteil ist, wir müssen diesmal nicht ganz so lange warten, weil wir nicht komplett warten müssen, bis der ganze Sand weg ist. By the way, waren das gerade 20 Minuten? Kann es sein, haben wir gerade 20 Minuten gewartet, bis der Sand weg ist, ohne dass uns was gebracht hat? Ich glaube schon. 22 Minuten, um genau zu sein. Weil das fucking Zeitintervall sind einfach 22 Minuten. Ich muss einfach morgen arbeiten. Ich gucke 22 Minuten hier dem Sand zu. Das ist auch geil. So, ich habe nur keinen Bock, rückwärts in die Sonne zu fliegen. So, und jetzt müsste es hier einen Turm geben. Jetzt müsste es hier einen Turm geben, der zu keinem bekannten Planeten passt. Weil jeder Turm ist ein Planet, also diese Teleporttürme. Und es müsste einen geben, und jeder Turm ist optisch so gestaltet, dass er aussieht wie der Planet, auf den er dich teleportiert. Und es müsste einen Turm geben, der keinem Planeten hier ähnelt.
Und Frage 1 ist, wo bringt uns der Turm hin? Im Idealfall in die Mitte von dem Ding hier. Problem ist, ich bin heute wirklich platt, ich bin echt müde, ich habe nicht viel geschlafen. Und das hier macht mich halt echt nicht wacher, ne, diese Warterei. Das ist echt keine Hilfe. So, wo sind meine Türmchen? Where my towers at? Where my towers at? Die Türme müssen doch theoretisch genau, die kommen doch immer genau auf der Bahn, wo dieser Sandwirbel lang fliegt. Ja, das sieht doch gut aus. So, das war der Turm für die Sonnenstation. Okay, soweit so gut. Warte mal, soweit wollte ich gar nicht weg. Chill, 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 chill. Das war der für die Sonnenstation. Und was war das hier? Was ist das hier für ein Turm? Das verstehe ich schon mal nicht. Könnte der es sein? I don't know. So, ich muss irgendwie da runter, aber dafür ist immer noch zu viel... Ah, warte, mein Schiff steht ganz schlecht im Weg. Weil wenn jetzt der Sand kommt, dann fliegt es wieder weg. So. So, hier kann ich nach oben. Das bringt mir aber nichts, ne? Das bringt mir echt nichts. Aber hier ist gar keine Teleport-Plattform, ne? Kann das sein oder kommt die gleich noch? Ah, here we go. Okay, 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 erster Versuch. Okay, alles klar. Der bringt uns auf den anderen Planeten. Auf den Zwillingsplaneten darüber. Okay, alles klar. Wo bringt der hier uns hin? Das Problem ist, hier glaube ich, können wir nicht porten, weil wir hochgesaugt werden. Weil hier das Glas kaputt ist. Das heißt, dieser Sandstrahl wird uns ja, glaube ich, nach oben ziehen. Das heißt, wir müssen einmal gucken, ob das jetzt funktioniert.
Es kann auch sein, es ist komplett der falsche Turm. Warte mal, ich würde mir... Wo ist mein Schiff schon wieder? Warum ist mein Schiff auf dem... Ach nee. Mann. Ich weiß, ich stelle mein Schiff immer nicht weit genug weg irgendwie. Es wird immer durch diesen scheiß Sandstrahl nach oben gezogen. Da ist es. So, jetzt bin ich gespannt. Wir warten vielleicht mal hier. So lange, bis es genau über uns ist. Jetzt verstehe ich. Fuck yes. Here we go. Endlich. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Wir sind in der Mitte von dieser Scheiße. Endlich. Und dieses Game stresst mich. Vor 10 Minuten und 35 Sekunden Daten von früheren Zyklen erhalten. Masken erhalten. Masken erhalten von Sondennachführungsmodul, Gedächtnisstatue der Untiefen der Riesen, Holzkamin, Gedächtnisstatue. Das sind wir. Noch 12 Minuten bis zur Zyklusendübertragung. Und das hier ist das, was wir immer sehen. In diesen Visionen da, in diesem Projektionsstein. Sehen wir die Masken. Und das hier sind die aktiven Masken, die leuchten wahrscheinlich. Wäre jetzt nur mal interessant zu wissen, welche unsere ist, ne? So, aber keine Zeit zu verlieren. Yarrow, heute haben wir die Ausgrabung der Zwillingsasche abgeschlossen. Hier an diesem Ort, den wir freigelegt haben, werden wir unser bisher anspruchsvollstes Projekt durchführen. Das Projekt Zwillingsasche, das die Macht hat, Informationen in die Vergangenheit zu senden. Wir haben außerdem die Umsiedlung aller unterirdischen Pflanzen, die uns beim Graben begegnet sind, abgeschlossen. Wir müssen darauf achten, wie erheblich wir die Umwelt hier verändern. Wie weit wir seit unseren Experimenten am Hochenergielabor schon gekommen sind. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Raimis Hypothese richtig war. Hawk hat uns gerade den Warpkern für den letzten Turm von der Schwarzlochschmiede geschickt. Nun kann die Zwillingsasche mit den Untiefen der Riesen verbunden werden, wo Cassanova mit Avens daran arbeitet, die Sondenorbitalkanone herzustellen und wo Phlox die Gedächtnisstatuen modelliert. Hypothese: Es war kein Zufall, dass der Kern unseres Warpturms der letzte war, der geschmiedet wurde. Hypothese: Die Kerne hätten schneller geschmiedet werden können, wenn Cassava meine Arbeit weniger häufig unterbrochen hätte, um nach Neuigkeiten zu fragen. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt alles über die Zwillingsasche verbunden sind und auch, dass ich nicht mehr benötigt werde, um zwischen euren Meinungsverschiedenheiten zu vermitteln. Unsere Freunde bei den Untiefen der Riesen haben heute die Sondenorbitalkanone getestet. Mellow teilte mir mit, dass sich die Kanone gut macht und dass Avens für mehr Schlussleistung plädiert. Schussleistung. Wenn jemand die maximale Leistung aus Geräten herauskitzeln kann, dann Avens. Aber wenn jemand ein Gerät explodieren lassen kann, dann wahrscheinlich auch Avens. Vielleicht sollte ich bei der Besatzung der Sondenorbitalkanone aus Sicherheitsgründen mal vorbeischauen. Würde es helfen, Avens daran zu erinnern, dass Mellow, seine Geliebte, eine der Nomai in der Nähe der Kanone sein wird, oder ist Mellow selbst Teil des Problems? Also Mucke ist auf jeden Fall epic, ne? Also Phlox und Des haben die Gedächtnisstatuen heute fertiggestellt. Sie sind wahrlich beeindruckend. Sollte das Projekt Zwillingsasche erfolgreich sein oder für den Fall eines Fehlschlags, aktivieren sich die Gedächtnisstatuen und ermöglichen es uns, mehr Daten zu erfassen, bevor wir das Projekt stilllegen. Kai und Idaea haben fleißig an der Sonnenstation gearbeitet und jetzt ist sie endlich fertig. Wenn alles wie geplant abläuft, wird dieser Aufbau die Explosion der Sonne auslösen, ja, die wiederum die Energie liefert, die das Projekt Zwillingsasche benötigt. Ich bin beeindruckt von ihrer mentalen Standhaftigkeit. Dies war in mehr als nur einer Hinsicht die schwierigste Aufgabe des Projekts. Wir sind fast bereit, das Projekt Zwillingsasche zu aktivieren. Folgendes wird geschehen. Zuerst wird die Sonnenstation den Befehl erhalten, auf die Sonne zu schießen und sie explodieren zu lassen.
Mit der Energie der resultierenden Supernova wird das Projekt Zwillingsasche der Sondenorbitalkanone 22 Minuten zurück in der Vergangenheit den Befehl zum Feuern senden. Okay, nochmal. Mit der Energie der resultierenden Supernova, der Explosion der Sonne, wird das Projekt Zwillingsasche der Sondenorbitalkanone 22 Minuten zurück in der Vergangenheit den Befehl zum Feuern senden. Und deswegen ist jedes Mal, wenn ich aufwache, jedes Mal, wenn wir sterben, wachen wir ja auf. Und immer wenn ich aufwache, sehen wir die Sonde schießen. Also die Sondenorbitalkanone. Und 22 Minuten später explodiert die Sonne. Das ist genau das, was sie hier gemacht haben. Genau 22 Minuten, nachdem diese Befehle empfangen wurden, wird die Sonnenstation erneut die Supernova auslösen, um die Sondendaten von diesem Kanonenabschuss zurück in die Vergangenheit zu senden. Insgesamt wird jeder Zyklus, der vom Projekt Zwillingsasche erstellt wird, genau 22 Minuten andauern. Wir können diesen Zyklus nach Belieben beenden. Diese Zeilen sind nicht leicht zu schreiben. Die Sonnenstation funktionierte nicht. Jedoch waren wir näher dran als jemals zuvor. Das Projekt Zwillingsasche ist theoretisch fehlerfrei. Wir konnten es nur nicht mit genug Energie versorgen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ich glaube noch immer, dass wir einen Weg finden können, eine Supernova zu erschaffen, meine Freundin. Gib die Hoffnung nicht auf. Das ist leichter gesagt als umgesetzt. Wenn dir das lieber ist, kannst du auch warten, bis die Sonne auf ihrer natürlichen Zeitlinie explodiert, Idaia. Aber dann musst du einen Weg finden, unseren Alterungsprozess zu stoppen. Vorerst unterbrechen wir unsere Forschung, einer Supernova zu erschaffen. Ein neuer Komet ist in diesem Sonnensystem angekommen und wir sind bestrebt, ihn zu erforschen. Es ist schon sehr lange her, seit wir das letzte Mal etwas Neues entdeckt haben. Daher freuen wir uns, diesen Kometen willkommen zu heißen. Man stelle sich nur vor, welches Wissen dort gewonnen werden kann. Schiffslog aktualisiert. Künstliche Schwerkraftkontrolle. Warum sollte ich die ausmachen? Hä? Bringt mir das was, die auszumachen? Oder ist es irgendwie fucking useless, oder? Warte mal, was steht da? Du bist dabei, auf den Kern zuzugreifen, während das Projekt Zwillingsasche aktiv ist. Das Entfernen des Kerns deaktiviert das Projekt Zwillingsasche. Ach, und jetzt muss ich die Schwerkraft ausmachen, damit ich da hinkomme. Aber das hier habe ich nicht verstanden. Hier gibt es so einen Projektionsstein, aber da ist nichts drin, ne? Kann das sein? Warum ist es hier? Check ich nicht. Oder kann ich mit den Masken irgendwas machen? Auch nicht, oder? Warpkern entfernen. Okay, was mache ich mit dem Warpkern? Warpkern passt nicht. Wir können wahrscheinlich mal die Schwerkraft wieder anmachen, oder? Das ist ein bisschen anstrengend so. Fuck. Oh no. So.
Das heißt, Licht ist jetzt halt aus. Was passiert? Wait, wo bin ich denn jetzt? Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Ich bringe gute Neuigkeiten, Yarrow. Der fortschrittliche Warpkern kann endlich in der zentralen Kammer von Zwillingsasche installiert werden. Ich bin bereits ganz aufgeregt, Liebling. Alle, die hier am Projekt Zwillingsasche arbeiten, sind schon voller Vorfreude darauf. Pai ist ganz außer sich vor Glück. Nein, kann er nicht. Was? Ach so. Der fortschrittliche Warpkern kann installiert werden? Nein, kann er nicht. Ist alles in Ordnung in der Schmiede? Die Stabilität des Kerns könnte noch weiter optimiert werden. Ich brauche mehr Zeit. Keine Sorge, Liebling. Poke ist nur aufgeregt. Der Kern ist außergewöhnlich und ihre Entwicklungsarbeit ist wundervoll clever. Integriere sie, ignoriere sie einfach, Yarrow. Der Kern ist fertig. Sollte dir meine Schwester etwas anderes sagen, dann machen wir sie auch gleich fertig. So, dann nehmen wir den hier einmal. Und gucken einmal, was der uns hier zeigt. Bröckeliger Krater, Schwarzlochschmiede. Ja, okay. Kennen wir, waren wir schon. So, du bist erledigt. Okay. Next one. Was haben wir noch? Untiefen der Riesen. Aber nur mal so am Rande, was ich mich halt frage. Hallo Bärenhäuter, grüße dich. Was ich mich frage, haben wir das Game jetzt durchgezockt? Rein theoretisch, weil wir haben den Warpkern rausgenommen. Da stand, damit beendest du Projekt Zwillingsasche. Das bedeutet, theoretisch sollte ja die Sonne nicht mehr explodieren. Theoretisch sollte jetzt die Zeitschleife enden. Ich habe die Masken innerhalb des Projekts Zwillingsasche angebracht, Phlox. Sie sehen wundervoll aus, obwohl ich das Gefühl habe, beobachtet zu werden. Es ist beruhigend zu wissen, dass sich die Statuen nicht verknüpfen werden, solange das Projekt nicht erfolgreich abgeschlossen ist. Andernfalls wären die Erlebnisse kaum auszuhalten. Idealerweise werden sie nur aktiviert werden, wenn das Projekt Erfolg hat. Zur Sicherheit werden die Statuen aber auch im Falle einer Fehlfunktion aktiviert. Werden sie das? Warum? Sollte irgendetwas schiefgehen beim Projekt Zwillingsasche, sorgen die Statuen und die Masken dafür, dass wir es erkennen und versetzen uns so in die Lage, die Probleme zu beheben. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass wir Probleme gar nicht bemerken. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Das wäre tatsächlich ein schreckliches Schicksal. So, dann einmal wieder kurz darunter. Ich hoffe, die Zeit geht uns nicht gleich aus. Aber an sich haben wir, glaube ich, jetzt unendlich Zeit. So, Untiefen der Riesen. Wo bin ich? Waren wir hier schon? Das ist die Statuenwerkstatt, kann das sein? Ich glaube, das ist die Statue. Ja. Ja, okay. Waren wir auch schon. Sehr schön. Dann bist du auch erledigt. Falsche Richtung. So, und dann fehlt, glaube ich, nur noch ein Stein. Da liegt der Warpkern. Holzkamin. Projektionsstein. Hab Dank für die letzte Lieferung, Oeno. Oeno. Damit sollten wir alle Materialien haben, die wir für das Projekt Zwillingsasche benötigen. Sobald wir mit der Hülle fertig sind, die die zentrale Kammer versiegelt, werden wir sicherstellen, dass es keine physischen Öffnungen mehr gibt. Raimi und ich werden das Innere und dann das Äußere auf Risse untersuchen, unsere letzte Sicherheitsprüfung. Das sind aufregende Nachrichten. Kann ich mit einem zusätzlichen Satz Augen bei der Überprüfung helfen? Konkret ausgedrückt mit meinen Augen. Sobald meine Arbeit hier vollendet ist, würde ich unheimlich gern helfen.
Wir wären dir dankbar, wenn du das tun würdest. Je mehr Augen nachsehen, desto eher finden wir auch die kleinsten Fehler oder Undichtigkeiten in der Schutzhülle des Projekts Zwillingsasche, die eine Katastrophe verursachen könnten. Okay, aber was bedeutet das? Bedeutet das, wir hatten irgendwo einen Riss? Heißt es, die Hülle ist irgendwo nicht ganz dicht? Weil ich verstehe so ganz grob die Story, was passiert ist. Aber was ich halt nicht verstehe... Alter, was ist das denn? Ah, warte mal, hier war ich auch schon, ne? Hier waren wir auch schon. Was ich nicht verstehe, ist halt, was jetzt passiert ist. Also was ist schiefgegangen? So, okay. Ich glaube... Aber die Sonne sieht ehrlich gesagt trotzdem aus, als ob sie gleich explodiert, ne? Aber kann es sein, dass wir die Zeitschleife deaktiviert haben? Weil auch die Türme hier... Ah, es geht zu Ende. Wir werden es gleich herausfinden. Wir werden gleich herausfinden, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ah, shit. Es gibt doch noch Schwerkraft. Oh no. Oh no. Ich wollte eigentlich nur hier weg. Okay, wir haben es, glaube ich, geschafft, ne? Ja, okay. Die Musik ist auch ein bisschen anders. Ich glaube, die Musik ist anders. Ich würde jetzt ungern in die Sonne stürzen. Ich glaube, die Musik ist... Wir haben jetzt die Zeitschleife beendet. Wir haben die Zeitschleife beendet. Und sind dann gestorben. Und deswegen wurden wir nicht wiederbelebt und sind wieder aufgewacht, weil wir vorher die Zeitschleife beendet haben. Okay. Wir gucken uns jetzt das Ende an von dem Game. Weil ich bin mir sicher, es gibt ein anderes Ende als unseres. War es ein bisschen antiklimatisch. Outer Wilds. Alle 6 Enden. Ich bin sehr gespannt, da habe ich richtig Bock drauf. 6 Enden, what the fuck?
Warum geht das scheiß Video 55 Minuten? Warum geht es 55 Minuten? Outer Wilds. All Endings. Three New Endings. Danke, Pascal. Ich hatte es noch vom letzten Mal irgendwie deaktiviert. So, das war das, was wir gerade gemacht haben. Alles gut, das brauche ich jetzt nicht nochmal sehen. Okay, er nimmt den Warpkern mit. Okay, er legt ihn draußen hin. Das ist wahrscheinlich egal. Du musst ihn wahrscheinlich einfach nur aus der Fassung nehmen. Wo du ihn danach hinlegst, wahrscheinlich auch relativ egal. Jetzt macht er dieselbe Scheiße wie ich, oder? Fliegt in die Sonne oder so, oder? Nee. Er ist erstickt. Er ist erstickt. Okay, er macht es halt mit Absicht, um das Ende zu zeigen, wahrscheinlich. So, und dann ist ja die Zeitschleife beendet, weil du hast den Warpkern aus diesem Zwillingsasche, Projekt Zwillingsasche-Ding rausgenommen. Und wenn wir dann sterben, so wie wir gerade auch, stirbst du ja endgültig und wirst nicht wiederbelebt. Verstehe ich, macht Sinn. Alles gut, okay. So, Isolation Ending wird erreicht. Oh mein Gott. Das Isolationsende erreichst du, indem du den Loop beendest und danach aus dem Sonnensystem rausfliegst. Alter, wer kommt auf sowas? Wer kommt auf sowas? Da ist er wieder, schön dich zu sehen, dankeschön. So, er hat den Warpkern, er nimmt den Warpkern mit. Muss er nicht, aber macht er trotzdem. So, und er verlässt das Sonnensystem. Mal gucken, wo es triggert. Ah. 65? Ja, 65. So. Es geht noch weiter? What the fuck? Okay, wir sind im Isolation-Ende. Er ist auch fucking lost, ne? Now beyond the reach of the supernova, you drift through space until your ship's resources are finally depleted. Okay. Okay, ich nehme an, wenn du im Sonnensystem bleibst, selbst wenn du nicht stirbst, so wie wir gerade, die Sonne wird ja trotzdem zu einer Supernova. Die ist ja schon am explodieren. Das heißt, du wirst... Du beendest ja die Zeitschleife... Die Sonne explodiert trotzdem. Das heißt, du killst dein komplettes Sonnensystem einfach endgültig, nehme ich an. Und das hier ist wahrscheinlich das einzige Ende, wo du überleben kannst. Aber du treibst halt dann einfach mit deinem Schiff durch den Weltraum, bis du tot bist. Weil du kein Essen mehr hast oder so. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Wahrscheinlich nicht. Breaking space-time ending. Achieved by shooting a probe into the black hole and removing the white hole core. Wait, what?
Ah, wir hatten doch dieses eine Modell, wo du ein schwarzes Loch hast und ein weißes. Und wenn du in das schwarze Loch was reinschießt, kommt es aus dem weißen raus. Wenn du dann das weiße Loch entfernst und in das schwarze was reinschießt, trotzdem, obwohl es kein weißes Loch mehr gibt, dann machst du wohl die Raumzeit kaputt und dann kriegst du ein eigenes Ende. Hey, wie geil ist das denn? Genau, hier waren wir auch. So, jetzt bin ich gespannt. So, genau, du schießt es in das schwarze Loch, es kommt aus dem weißen Loch wieder raus. Soweit, so gut. Wait, what? Was hat er jetzt gemacht? So, jetzt. Ah! Du musst es in das weiße Loch, in das schwarze Loch schießen. Und nachdem es in dem schwarzen Loch verschwunden ist, nimmst du den weißen Lochkern raus. Ach du Scheiße. What the fuck? Nur dieses Game, ne? Und dann ist einfach vorbei. You destroyed the fabric of space-time. Dann ist einfach vorbei. Du bist erst bei der Hälfte vom Game, aber wenn du das da machst, dann hast du das Game einfach. Crazy. Self-ending. Was ist Self-ending? Warte, 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 warte. Wenn du in der Kammer bist, während die Sonne explodiert, entsteht da drin ein schwarzes Loch und du kannst da rein? Alter, wie willst du da drauf? Also, woher willst du das alles wissen? Das musst du ja erstmal alles rausfinden, Alter. Das ja, musst du ja erstmal studieren, das Game. Wird er wiederbelebt? Ja. Das ist doch kein Ende. Okay, ich verstehe. Er ist in das schwarze Loch in dem Ding rein. Ich verstehe noch nicht, wo das jetzt genau hinführt hier. So, okay, er schläft, er lässt ein bisschen Zeit verstreichen. Er ist wieder im Raumschiff. Er geht wieder in den Core. Ja. Okay, wir sind wieder hier. So. Bro, wo kommt er jetzt her? Warum ist er jetzt hier? What the heck happened? Das sind wir selber. Das sind jetzt wir selber aus der letzten Zeitschleife. Uns gibt's dann zweimal. What the fuck? Das Game fickt meinen Kopf. Duplicating living beings probably wasn't what the Nomai had in mind when they built the Ash Twin Project. I wonder if we have the same memories. What is happening? Ich weiß es nicht.
Okay, sie haben dieselben Erinnerungen. So, jetzt warten sie, dass der Loop endet. Und er dreht durch. Ah. Die Sonne ist explodiert, oder? Nee, was passiert? Er ist in die Sonne geflogen. Er ist in die Sonne geflogen, okay. You destroyed the fabric of space-time again. Wie mit dem schwarzen Loch. Wieder Space-Time kaputt gemacht. Quantum Moon Ending. Das, auf das bin ich sehr gespannt. Das Rätsel haben wir leider nicht gelöst am Ende. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was es mit dem Quantum Moon auf sich hat. Da bin ich leider nicht weitergekommen. So, er ist im Turm. Er ist am Nordpol, ja, okay, soweit waren wir auch. Er ist beim Auge des Universums, okay. Ab jetzt wird's spannend. Er versucht, genau wie ich, Scouts da reinzuschicken, es funktioniert nicht. Er ist genauso verwirrt wie ich, du... Du merkst einfach, er ist genauso verwirrt wie ich. Okay. Was hat er jetzt gemacht? Ja. Das habe ich nicht verstanden. Was ist das? Was liegt da auf dem Boden? Was ist das? Das ist ein Scout. Warum filmt er den Scout? Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Aber das muss ich wissen. Outer Wilds Quantum Mond Ende. Endings. Quantum Moon Ending. Du musst einfach, oh mein Gott, du musst einfach, das habe ich mir fast gedacht, das wollte ich sogar noch machen. Wenn du auf dem Quantum Mond bist, während die Supernova kommt, während die Sonne explodiert, wird der Bildschirm schwarz. Und sagt dem Spieler, dass er die Kontrolle über die Zeit verloren hat und seine Reise das Ende erreicht hat. Aber die Enden sind so ein bisschen antiklimatisch. Die sind so ein bisschen irgendwie, ich habe eine coole Cutscene irgendwie. Ich habe irgendwas, also es ist cool, aber ich habe was Besseres erwartet, muss ich leider sagen. Ich habe irgendwie was anderes erwartet. Auge des Universums Ende.
Bin ich aber auch sehr gespannt. Weil im Endeffekt musst du halt überlegen, das Ende besteht einfach aus zwei Zeilen Text. Keine Cutscene, gar nichts. Das Ende sind einfach zwei Zeilen Text. Das sind die Enden. Aber ich glaube, der Weg ist das Ziel hier in dem Fall. Und es geht eher darum, wie du das Ende erreichst, als das Ende selber, glaube ich. Es geht eher so darum, diese Enden zu finden, sozusagen. So, Auge des Universums Ende. Was macht er jetzt? Wahrscheinlich muss er zum Quantummond, oder? Nach Schwarzdorn? Warum nach Schwarzdorn? Weil da der Quantummond ist. Nee, hä? Er fliegt nach... Warum fliegt er nach Schwarzdorn? Was ist denn Schwarzdorn? Was hat Schwarzdorn mit dem Auge des Universums zu tun? What the fuck macht er da? Ah, okay, fliegt weiter. Okay, er fliegt durch 1000 Portale durch. Okay, er ist bei den toten Nomai. So, er ist bei den roten Bubbles, wo ich mich bis heute noch frage, was sie eigentlich können und machen. Oh mein Gott! Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Wir haben doch dieses Schiff gefunden, dieses riesige, das Gefährt, oder wie das hieß. Und da hat uns doch ein Warpkern gefehlt. Da hätten wir natürlich den aus diesem Projekt einsetzen können. Boah, krass. Okay, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Also ich wäre natürlich drauf gekommen, aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht, dass wir hier dieses... Woher weiß er, was er da zeichnen muss? Vor allem, er zeichnet immer was anderes. Ja, ich weiß, was du da zeichnen musst. Wir haben diese drei Symbole gesehen. Wir haben einmal ein Bild gesehen, da waren genau diese drei Symbole drauf. Boah, krass. Das Ende ist heftig. Das Ende ist heftig. Für das Ende musst du wirklich viel verknüpfen. Das ist krass. Fuck. Oh mein Gott, er hat einfach... Er hat einfach wirklich das Auge des Universums gefunden. Ich muss sagen, by the way, auch, ich bin sehr froh, dass wir Outer Wilds durch haben. Nicht, weil ich das Game nicht gemocht habe oder so, aber drei Games parallel ist schon ultra anstrengend, weil du einfach in den Games gefühlt nicht vorankommst, weil du halt drei Games zockst. Zwei Games ist eher so mein Ding. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt nur noch Dark Souls und Enotria haben. Und keine drei Games mehr parallel. Warte, warte, was? Wo ist er gerade rein? Was passiert? Okay, er hat die Kugel ganz nach links. Dann gab es hier ein schwarzes Loch. Okay, cool. Und da ist er reingegangen. Okay, alles klar, verstehe ich. Und jetzt ist er im Auge des Universums. So, was macht er jetzt hier? Mann, warum können die Leute eigentlich nicht in 4K hochladen, Junge?
nervt mich. Ja, und die Enten sind ja übelst krass, aber du kannst ja niemals alle finden, Alter. Die sind ja... Aber dafür gibt's dann YouTube, ne? So kleine Moglis wie ich können sich das dann hier angucken. Die sie selber nicht hinkriegen. Ich dachte gerade, das wären die Startcodes für das Schiff, was der da an Hieroglyphen eingegeben hat, mit der kleinen Kugel. Aber mir fällt jetzt gerade ein, wir waren in der Orbitalkanone und da stand Koordinaten des Auges des Universums wurden ermittelt. Und dann kamen die drei Symbole, die er eingegeben hat. Und dementsprechend ist er jetzt natürlich beim Auge des Universums. Es ist halt ganz schön dunkel hier, ne? Du siehst irgendwie gar nichts. Oder ist was? Ah. Das war genau das, was wir vom Quantummond gesehen haben. Das hier gab es auch auf dem Quantummond. Wahrscheinlich fliegt er da jetzt rein, oder? Was macht er? Tu es. Tu es. Tu es. Here we go. Oh shit! The fuck? What the fuck? Oh mein Gott, das ist ja übelst creepy, Alter. Das ist ja übelst creepy. Hey, wo ist er denn jetzt? Feldspat? Okay. Die Statue? Die Nomai haben es niemals selbst gesehen. Aber dank ihren Anstrengungen und Technologie war einer der Hatianer, war es einem der Hatianer möglich, es zu sehen oder es zu erreichen. Okay, er ist einfach wieder auf der Erde, aber irgendwie in irgendeine Dark Edition. Und ohne Leute. Ey, okay, den Text kennen wir. Das ist derselbe Text wie in... Wenn wir da normal sind. So, alles gleich. Das Ende. Okay, was hat er gemacht? Er hat Galaxie hier oder was ist angeklickt? Das Ende war geil, ne? Aber das war auch am schwersten zu finden tatsächlich. Das Ende war wirklich cool. Ach,
Alter, hat er die Galaxie geschrottet? The fuck? Ich will den schwarzen Bildschirm. Ich will zwei Zeilen Text, Junge. Ich will die Erklärung. Was, und jetzt erstickt er hier einfach, oder was? Nee. Hä? Was geht denn ab, Alter? Was ist denn mit diesem Game los? Your galaxy's broken. Ja, was ist denn mit diesem Game? Also, ist schon abgespielt, aber das Ende ist cool. Ich fand halt, die anderen Enden waren einfach schwarzer Bildschirm, zwei Zeilen Text, vorbei. Credits. Das ist ein cooles Ende. So, da siehst du wenigstens was und erlebst was. Guck mal, by the way, siehst du überall Galaxien kaputt gehen. Du siehst überall diesen blauen Nebel, der kommt, wenn eine Galaxie kaputt geht. Unidentifizierbares Signal in der Nähe. Und die Taschenlampe geht nicht mehr. Es kommt näher. Oh, was war das denn, Alter? Auf einmal Horrorgame geworden, Junge. The fuck? Das war's nicht, oder? Das Ende ist einfach länger wie das Game. Yo, da ist er wieder. Ey, jetzt trommelt er alle zusammen von diesen Musikern. Hä, und dann... Ach du Scheiße, Junge, das ist ja creepy. Und dann machen die alle zusammen Musik, oder was? Das wäre cool. Oh, er hat ein Raumschiff gefunden. Ich bin einfach nur massiv verwirrt.
Hey, aber wie geil ist das denn? Wie geil muss es sein? Wenn du von alleine auf dieses Ende kommst, ohne Guide, ohne alles, weil du einfach richtig kombinierst. Es ist fast unmöglich. Aber es ist möglich. Oh mein Gott, was geht denn ab? Ich glaube, sie haben irgendwie wahrscheinlich jetzt so eine neue Galaxie erschaffen oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Credits. Ich glaube, sie haben irgendwie eine neue Galaxie erschaffen und in dieser Bubble, wo er reingeflogen ist, hast du irgendwie die ganzen Lebewesen gesehen, die es dann da gibt oder sowas. Jetzt lässt er, oh, das ist nett. Jetzt lässt er noch die Credits durchlaufen in seinem Video. So, und was kommt hier dann? Das wahre Ende. Post-Credits-Scene. Ich check gar nichts mehr. Ich bin auch raus. Aber es sind auch nicht so. Sie deuten ja immer nur so an, ne? Sie erklären ja nicht wirklich. Das ist ja part of diesem Game. Das ist ja so ihr Stil. Sie erklären nicht, sie deuten immer nur so an. Und du kannst dann deine eigene Fantasie so ein bisschen spielen lassen. Aber ich war auch hart verwirrt. Ich glaube, dieses Ende hier war, dass du praktisch mit all deinen Freunden irgendwie im Auge des Universums sitzt und dann spielt ihr gemeinsam dieses Lied und ich glaube, daraus ist dann eine neue Galaxie entstanden. Das sollte das irgendwie da darstellen. Aber es kann auch was ganz anderes gewesen sein. Das ist nur so meine Vorstellung davon. Your computer has virus. Okay, cool. Also das letzte Ende hat wirklich, die Enden davor muss ich sagen, die ersten war, fand ich auch unser Ende, einfach nur schwarzer Bildschirm, zwei Zeilen Text. Aber wir hatten natürlich das Bad Ending, weil wir gestorben sind. Aber das Problem ist auch, hättest du natürlich gewusst, dass das Game 6 Enden hat, dann hättest du vielleicht mal, also habe ich nicht gemacht, dann hätte man vielleicht mal nachdenken können, okay, es gibt verschiedene Enden. Was könnte ich jetzt machen? Aber ich dachte einfach, das ist so ein Game, das spielst du irgendwie durch und wenn du es durchgespielt hast, dann kommt eine Endcutscene und halt Credits. Und nicht, dass du 6 verschiedene Enden hast, die
schlechten Anführungszeichen und gut sind. Weil so habe ich gar nicht gedacht. Aber trotzdem sehr, sehr cool. Danke an alle, die bei dem Projekt dabei waren. Es war sehr cool. Gegen Ende hin, also unfassbar geiles Game. Wirklich unfassbar geiles Game. Absolut nicht mein Type of Game, aber es hat mich trotzdem behalten. Es hat mich trotzdem gefesselt. Ich habe das schlechteste Ending erreicht. Erreicht, ja, definitiv. Leider, ja. Weil wir gestorben sind. Was soll ich machen? Ich bin mit 400 km/h gegen den Stein geflogen. Ich habe den Time Loop beendet und bin dann gestorben. Und dann waren wir einfach halt tot und das Game war zu Ende. Weil wir nicht wiederbelebt worden sind. Erreicht. Ja, was will man machen? Auf jeden Fall sehr, sehr geiles Game. Wirklich cool. Sehr viel zu erforschen, sehr viele geile Rätsel, sehr viel Mindblowing. Du findest irgendwas und denkst dir, what the fuck? Ich finde nur, aber das ging wahrscheinlich nicht anders, ich finde, zum Ende hin wurde es ein bisschen anstrengend. Zum Ende hin wurde es ein bisschen anstrengend, weil teilweise, es war so ein bisschen wie Enotria, teilweise hast du wirklich einfach nur, du wusstest nicht mehr, wo du hin kannst, sollst, musst. Weil du hast alles erkundet und du weißt nicht, wo es weitergeht. So, das fand ich am Ende ein bisschen anstrengend so, wo es wirklich nur noch ein, zwei Sachen gab, die uns gefehlt haben. Aber auch nicht schlimm. Also es war fein. Du bist schon irgendwann drauf gekommen, was du noch zu tun hast. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall danke an alle, die dabei waren. War ein cooles Projekt. Die Folge kommt natürlich auch nochmal auf YouTube mit allen Enden. Und wir sehen uns wieder bei den anderen Games. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.